sour. Welcome to South Africa, Dahlstrom, dude. Come train. What do you say about the skills from these guys? No, dude, I definitely, it's like a leg day for these guys. Look, definitely strong training. I don't know, they haven't told me what y'all participating in, but I know they're gonna come top, 100%. They're training hard. Thanks for that. Hier, wir sind wieder, eure Gym Bros, Felton und Niklas, der Bizeps Buchholz. Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's. Und wir machen heute mal wieder Pump and Iron. Every day. Every day is Cardio's Gift. Chest Day, sag ich immer. Wir haben uns gerade schon warm gemacht. Niklas hat einen kleinen Dauerlauf gemacht. Ich bin 45 Minuten, habe ich hier wieder mal den Boden vollgeschwitzt auf dem Spinning Bike hier. Und jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Ja, wir wollen. Ich glaube, wir haben in den Videos schon oft Krafttraining irgendwie so thematisiert, aber so ganz oft immer nur so am Rand. Und wir dachten uns, wir sind jetzt hier in Südafrika, haben Zeit. Und jetzt machen wir mal ein Video, wo wir wirklich ernsthaft über das Krafttraining reden. Und so ein bisschen erklären, was wir uns dabei denken, wieso wir es eigentlich tun. Und wir wollen auch zeigen, was es so ein bisschen verschiedene Ansätze im Krafttraining und Ausdauersport gibt. Niki, zeig mal, wie machst du Reißknie? Heute ist Part 1 von den Leuten, die Krafttraining nicht sonderlich ernst nehmen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Doch, natürlich. Und dann gibt es noch Part 2 und das werden wir so ein bisschen vergleichen mit Flo, bei dem Krafttraining schon eine große Säule seines Trainings ist. Ja, Niki und ich sind jetzt gerade wiedergekommen aus Südafrika, aus dem Höhentrainingslager. Ja, wir glauben auf jeden Fall, dass Krafttraining ein unterschätzter Part ist so im Lauftraining. So viele Läufer trauen sich nicht so richtig mit Gewichten was zu machen. Aber so vor allem Hobbyläufer, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Athletik-Ausbildung haben wie wir, können, glaube ich, vom Krafttraining richtig profitieren. Und so ein bisschen, ja, einfach mal Tonus im Muskel zu haben und dadurch viele Faktoren verbessern. Verletzungsanfälligkeit wird auch geringer. Ja, deswegen wollen wir uns mal zeigen, was wir machen. Als erster Linie muss man natürlich sagen, dass wir keine Experten im Krafttraining sind. Das sieht man bestimmt auch an der Ausführung und vielleicht benutzen wir auch manche Fachbegriffe nicht hundertprozentig richtig. Kleiner Disclaimer dann, wir haben keinen Anspruch hier auf Richtigkeit, auf irgendwelche richtige Übungsausführungen. Also das ist einfach nur das, was wir sozusagen machen. Ja, ich fange mal an mit meiner Geschichte zum Krafttraining. Ich habe mit Krafttraining angefangen, so ja, als ich 18, 19 war, als ich einfach angefangen habe, auch ernsthaft zu laufen und auch richtig viel zu trainieren. Was heißt richtig viel zu trainieren? Einfach mein Training zu erhöhen. Ich hatte mit Knieproblemen zu kämpfen, als ich eben das Training erhöht habe mit so 19 Jahren und habe dann gemerkt, dass Krafttraining mir da richtig hilft, mein Knie stabiler zu machen oder meinen ganzen Körper stabiler zu machen und habe es dann eben intensiviert. Ich habe es damals und jetzt auch immer noch einmal pro Woche gemacht, das Krafttraining. Mein Trainer, der Markus, hat mich da so ein bisschen eingeführt. Ja, da hatten wir schon so einen richtigen Kraftplan. Die Übungen haben sich seitdem so ein bisschen, ja, sind schon ähnlich geblieben, aber haben sich ein bisschen reduziert. Mittlerweile habe ich so 4 Hauptübungen, um die sich so mein ganzes Krafttraining dreht. Die 4 Hauptübungen sind die Kniebeuge, das Kreuzheben, dann mache ich diese Hüftstreckerübung. Hip Thrust, ja. Und dann mache ich einbeinige Kniebeuge. Dazwischen und danach davor mache ich so ein bisschen Füllübungen, also ich mache ein bisschen Stabi davor. Ich mache zwischen den Übungen auch öfter in Erlangen dann manchmal Bauch- oder Rückenübungen. Ich mache auch mal Ausfallschritte noch oder ich gehe an diese Hüftmaschine, wo man die Hüfte in alle Richtungen trainieren kann. Aber es geht schon um diese 4 Hauptübungen. Diese 4 Hauptübungen mache ich, da mache ich immer 3 Serien von jeweils. Die Wiederholungsanzahl ist unterschiedlich, je nachdem in welcher Phase ich bin. Ich habe früher schon so richtig ernsthaft periodisiert, also da haben wir quasi einen Maximaltest gemacht, also maximal geschaut, wie viel Gewicht ich bewegen kann bei den jeweiligen Übungen und haben anhand davon eben dann irgendwie mit ausgerechnet, wie viel 60% davon sind und dann habe ich angefangen mit 60% und ungefähr 15 Wiederholungen pro Serie. Und habe das dann immer so nach
3-4 Wochen auf irgendwie um 10% erhöht und die Wiederholungsanzahl ist natürlich dementsprechend ein bisschen runtergegangen, sodass ich halt am Ende dann eben bei 100% wieder war und dann halt irgendwie nur noch 3 Übungen gemacht habe. Das ist natürlich dann Maximalkrafttraining. Und gerade eben will ich es auch so ein bisschen so machen, dass ich schon einfach viel in dem Bereich mache von 10 bis 12 Wiederholungen, also habe ich jetzt gemacht die ganzen letzten Monate. Und jetzt umso näher die Saison kommt, umso mehr gehe ich vom Gewicht hoch und eben von der Bewegungsanzahl runter, sodass ich eben dann in Richtung Maximalkrafttraining gehe. Der große Unterschied bei mir zum Flo ist aber, dass ich, also wenn ich in der Aufbauphase bin mit den 10 bis 12 Wiederholungen, das ist wirklich sehr ruhig. Also ich mache das so, dass ich vom Gefühl her locker 20 bis 25 Wiederholungen schaffen würde, würde ich jetzt mal so einschätzen. Also ich belaste mich da überhaupt nicht aus. Es geht da einfach mir so ein bisschen darum, ja, so diese kleinen intramuskuläre Koordination zu schulen, einfach so ein bisschen für Stabilität zu sorgen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt super, super viel da entwickeln. Und natürlich, umso mehr ich ins Maximalkrafttraining gehe, da strenge ich mich natürlich schon mehr an und belaste mich mehr. Aber auch das ist nicht, dass ich mich so wie Flo extremst quäle und ausbelaste. Auch weil einfach Krafttraining für mich im Training jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert hat und es einfach schon darum geht, dass das Krafttraining mein anderes Lauftraining nicht zu sehr beeinflusst. You can turn on the fan if you Gute Performance, Flo. Die zweite Übung mit der Langhantel sind Kreuzheben. Ja, da bin ich. Der Flo hat mir erklärt, man soll bei Kreuzheben mehr Gewicht machen als beim. Da bin ich mit der Ausführung und mir bin ich nicht ganz im Reinen. Der limitierende Faktor bei Läufern, die nicht Flo Bremsen sind, sind auf jeden Fall die Hände, die das Gewicht beim Kreuzheben einfach nicht mehr tragen können, finde ich. Ich muss mich so darauf konzentrieren, dieses Gewicht halten zu können, dass jegliches Rücken anspannen und sauberes Ausführen den Bach runtergeht. Wollen wir vielleicht mal Zughilfen ausprobieren? Ja, vielleicht irgendwann, aber jetzt fühle ich es gerade. Okay. Ist schwierig, ne? Ist aber echt, ist echt angenehm. Ich glaube, 80 Kilo schaffe ich schon noch. Alles, was ich über Krafttraining weiß, bekomme ich eigentlich nur durch Instagram Reels und Markus Rühl mit. Der hat gesagt, die ganze junge Leute heute, ich kann den Dialekt nicht teilen. Die ganze junge Leute, die machen ja eine halbe Kniebeuge beim Kreuzheben, ne? Das ist auch scheiße. Beim Kreuzheben kann man zurückgehen und deswegen dachte ich immer so, okay, ist uncool, wenn ich so richtig in die Knie gehe. Das nur vielleicht zu meiner Ausführung. Nee. Jetzt ist halt die Relevanz von Markus Rühl für den Laufsport in Frage zu stellen. Aber das liegt ganz bei euch. Der wichtigste Spruch von Markus Rühl, kennt ihr den? Schwer und falsch. Ja. Ich dachte, muss nicht schmecken, muss wieder gehen. Ein bisschen Bizeprisse. Immer so viel Gewicht, wie es geht und immer so falsch, wie es geht. Ha! Ah, Scheiße, was gerissen. Wir sehen hier erste Schwächen bei Buchi. Er muss sich am Gewicht festbinden. Er lässt sich am Gewicht festbinden. I know they're gonna come top, right? You're sitting. They're training hard. Thanks, brother. Thanks, brother. Stay strong. Yeah, they look. So, where are you from? Where you come from? From Germany. All the way from Germany. Yeah. 100%. You have to follow Running Geeks YouTube channel. 100%. From these guys. 100%, bro. Very cool. They look like they do a lot of cardio, right? Yeah, 100%. Yeah, definitely. Den Kollegen. Erzähl mal, dass wir ihm schon das Leben gerettet haben. Den Kollegen haben wir hier das Leben gerettet, letztes Mal. Weil der gehört auch erste Kategorie, ich nehme Krafttraining sehr ernst. Und der gibt sich hier so dermaßen die Kante, der kommt hier für jeden Tag her und macht halt, bis er nicht mehr kann, bis er nicht mehr laufen kann, die Übungen. So wie es sich doch gehört. So wie es gehört. Und der hat beim ersten, der hat 1000 Übungen gemacht, also zum Beibrücken. Man hat so viel Gewicht aufgeladen, dass aber nach 3 Wiederholungen es nicht mehr hochbekommen hat. Und dann sind Felten und ich, weil wir natürlich die Retter sind im Gym. Also die Gym-Bro-Regel Nummer 1, man hilft sich unter Bros. I hit the chest yesterday. Wenn ich direkt nach dem Krafttraining schon was spüre, dann weiß ich, dass ich auch übelst Muskelkater bekomme.
Und das oberste Ziel gerade eben ist eigentlich schon, dass man nicht übelst Muskelkater bekommt. Ja. Also hier machen wir jetzt berühmte Hip Thrusting. Davon versprechen wir uns ein bisschen auch so die Horizontalbewegung, das Laufen relativ relevant ist, im Krafttraining abzubilden. Und ist auf jeden Fall eine Übung, die extrem en vogue ist und die Gluteen schön anspricht und die rückseitige Muskulatur, was immer eine Schwachstelle für Läufer ist. Deshalb machen wir das. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir sehen hier, Niklas, die Beinachse Buchholz. Ich kann meinen Fuß da nicht hinlegen. So, wie? Es tut mir weh. Hey, was? Wie machst du den denn hin? Wenn ich, also, legst du den Spieler drauf? Ich immer so drauf. Ja, warum? Weil ich finde es dermaßen unangenehm. So. Ja, man muss dazu sagen, Niklas hat Schuhgröße 53 oder sowas. Da sind solche Bewegungen dann manchmal schwieriger als für Otto-Normalläufer. Eigentlich ganz interessant, weil Nikis und mein Training unterscheiden sich da schon eigentlich. Bei mir hat es eigentlich damit angefangen, in Leutershausen mit meinem alten Heimtrainer, dem Jürgen, der kein Lauftrainer war und ein ehemaliger Sprinter war. Dem habe ich schon sehr früh angefangen, mit 16, 17 Krafttraining einzubauen in mein Training. Also Jürgen hat sich auch weitergebildet für Läufer und hat sich mit mir weiterentwickelt. Und ja, da sind wir dann schnell drauf gekommen, sozusagen, dass ich schon auch sehr viel Maximalkraft mache. Also hohe Gewichte, wenig Wiederholungen. Und ja, das hat sich so ein bisschen weitergetragen. Also ich habe schon relativ viel Erfahrung mit Krafttraining. Und ja, das hat mir schon sehr viel gegeben und entsprechend habe ich jetzt auch, seitdem ich jetzt freigestellt bin und Vollprofi bin, auch nochmal einen weiteren Schritt gewagt und habe mir jetzt halt seit September 2023 einen eigenen Krafttrainer geholt, den Jonas Hügen. Das ist viele kennen ihn sicher, den 200 Meter Sprinter aus Fürth, und der unterstützt mich bei meinem Krafttraining und da kann ich jetzt ein bisschen mal erzählen, sozusagen, was wir so machen. Bei mir ist auf jeden Fall der Zweck des Krafttrainings auf jeden Fall, dass ich meine allgemeine Maximalkraft erhöhen möchte, um dann auch natürlich im Zielsprint eine möglichst hohe Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Und die meisten wissen ja, dass das bei mir zuletzt recht erfolgreich war. Und kleiner Nebeneffekt davon natürlich ist, dass ich Verletzungsprophylaxe damit betreibe, dass ich meinen Körper allgemein stärke, dass ich wenig verletzt bin, ist natürlich auch eine Stärke von mir und das führe ich da sicher auch darauf zurück. Wenn man mich bei meinen Übungen sieht, dann denkt man natürlich, oh mein Gott, warum hat der jetzt noch nicht 100 Kilo? Weil viele fürchten sich natürlich davor, dass wenn sie einmal eine Hantel anfassen, dass sie dann 10 Kilo zulegen, aber so ist es natürlich nicht. Es kommt sehr darauf an, was man macht, und bei mir ist es eben auch so, dass ich allgemein mit sehr hohem Gewicht arbeite und wenig Wiederholungen, also sagt man dazu eigentlich Maximalkraft. Und ich lege da kein Gewicht zu, ich habe eher eigentlich abgenommen, das als kleines Resümee von meinem Krafttraining. Allgemein kann man auch sehen, dass ich ja bis zur Ermüdung eigentlich arbeite im Krafttraining, also dass ich da wirklich auch alles gebe. Mein Krafttraining ist periodisiert, also je nachdem, wo ich mich in der Saison befinde, arbeite ich mit isometrischen Übungsausführungen, konzentrisch, exzentrisch, und umso weiter es dann eigentlich hin zum Wettkampf geht, arbeite ich dann auch mit höheren Gewichten und ändere dann auch meine Übungen ab. Also ja, ich arbeite genauso wie der Niki mit Kniebeugen, mit tiefen Kniebeugen, mit halben Kniebeugen, mit Kreuzheben, mit rumänischem Kreuzheben, also insbesondere für die hintere muskuläre Kette, mit einbeinigen Kniebeugen. In dem Video, was ich jetzt da gemacht habe, da seht ihr auch, dass ich so Split Squats mache. Die baue ich auch in meinem Training ein. Und dann baue ich zwischen meinen einzelnen Sätzen auch viel Sprünge ein, viel reaktive Sprünge. Die setze ich dann immer zwischen den einzelnen Serien ein und am Schluss dann oftmals noch ein bisschen Abläufe, um den Reiz, den ich im Muskel gesetzt habe, dann auch ins Laufen zu übertragen. Muss aber dazu sagen, dass ich eben
ja, mich da in dem Training so ermüde, dass ich dann oft eben ja, im Training, im Lauftraining schon auch beeinflusst bin. Also das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie wichtig ihm das ist. Fertig. Jetzt noch zwei Abläufe für Utilisation, also um zu sagen, jetzt das ein bisschen ins Laufen zu übernehmen, aber nur ganz locker, weil ich will mir ja nicht wehtun, weil ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr laufen gerade. Ah, aber ich schreibe mal, wie deine Beine sich anfühlen. Ja, keine Ahnung, ja, das könnte ich jetzt nicht mehr richtig gehen. So. Ja. Das will irgendwie, als hätten wir gerade 1,5 Promille, ja. So ungefähr. Ja. Vielleicht jetzt nicht so vom Kopf, aber so von den Beinen. Ja. Geschafft. 3 Wochen Trainingslager geschafft. Krafttraining geschafft. Ja. Ja. Und ich lebe noch. Nee. Flo hat auf jeden Fall die meisten Wochenkilometer gesammelt. Flo hat am meisten Gewichte bewegt, denke ich mal. Es haben viele Wertungen gewonnen. Ich habe am meisten Milchshakes getrunken. Wer hat die meisten Dauerläufe gewonnen? Ich habe heute den gewonnen, weil Felten mir seinen Schuh davor schon ausgezogen hat und den gewonnen hat. Der Felten hat ihn gestern gewonnen. Das war auch wichtig. Ich glaube, du hast auch die meisten dabei. Ja, ich... Gut, was ist jetzt der Plan? Jetzt nicht krank werden. Dass wir im Flugzeug, wenn wir jetzt dann gleich losfahren, um 2 Stunden, 1 Stunde, dass wir Maske tragen und dass wir gesund heimkommen. Yeah. Und nicht abstürzen. Das ist auch immer gut.